Kurz hinter Heilbronn hat Truckerbabe Julia ein ernsthaftes Problem. Ihr Tieflader zieht nicht mehr. Kollege Max ist zum Glück noch in der Nähe. Der schaltet nicht. Ich gebe Gas und er will nicht. Jetzt fahr mal. Ich gebe nochmal. Warte. That's it. Was hast du gedrückt? Du bist auf meinem Eckstand, nicht auf Automatik. Genau, ah, das ist okay. Meine Automatik. Alles klar, danke dir. Ein Missgeschick. Julia ist noch nicht zu 100% mit dem Truck vertraut. Anscheinend bin ich aus Versehen auf dieses Manuellknöpfchen gekommen. Und dadurch hat er nicht geschaltet und ist einfach so mit 25 hochgetuckert und wollte nicht schalten, ne? Ja, verrückt. Warum gibt's überhaupt einen manuellen Knopf? Ist natürlich jetzt doof gewesen, aber gut, habe ich was dazugelernt gerade. Auch okay. Weiter geht's. Ja, mein Adrenalinspiegel ist gerade schon gestiegen. Ich dachte mir, so kann er nicht sein. Was ist denn jetzt los? Der Max kam gerade angeflogen und jetzt läuft's wieder. Ja, guck mal. Ist geil. Ist einfach schön, wenn da kurz geholfen wird, die Ahnung haben, ich dazulerne und es direkt weitergeht. Jetzt darf sie nur den Anschluss an ihren Konvoi nicht verlieren. Hi. Wo seid ihr? Wir warten gerade am nächsten Rollstuhl und fahren da langsam durch. Ach so, okay. Entweder ich oder ich weiß nicht, kam auf die manuelle Taste, aber alles fein. Gut, dann warten wir. Alles gut, bis gleich. Der zweifache Europameister Jan ist zum Glück tiefenentspannt. Wo sind die? Jan und sein Team warten wie besprochen am nächsten Rasthof. Noch liegen sie gut in der Zeit. Also, können wir starten? Können wir loslegen. Ja, gute Weiterfahrt. Ja, ebenso. 5 Trucks, 2 Europameister und ein Truckerbabe setzen sich wieder in Bewegung. Jetzt kann es weitergehen. Boah, jetzt fangen hier natürlich die Berge jetzt an, ne? Es wird natürlich noch mal ein bisschen anstrengender für die Babys. Ich fahre hier gerade mit 70 hoch. Ich würde mit meinen jetzt hier 30, 40 fahren. Sowas wird dann anstrengend. Und ich sitze hier ganz entspannt, genieße die Landschaft und es läuft. Eine Stunde später ist der Konvoi auch schon über die Grenze. An der französischen A4 wird erstmal abkassiert. Ah, jetzt kommt Zoll. Oder Maut, oder wie das heißt. Oh, fuck. Mann, was hupen die denn rum? Ich denke, ich mache was falsch. So, Karte. Versuche ich mal. Ne. Das ging ja rabbitslöt. Hä, was ist da rechts? So ein oranges Ding da, meine ich. Woo! Der Erste. Mit Julias WC-Trucks lief es wegen Corona nicht so gut. Nun verdient sie mit Überführungen was dazu. Also jede Woche brauche ich das natürlich nicht, dass ich jetzt unterwegs bin, so 5 Tage wie jetzt. Aber hin und wieder mache ich das gerne. Gerade für sich selbst die Zeit, die hat kaum noch jemand. Mama fährt arbeiten und ein bisschen Abenteuer. Ein bisschen Abenteuer ist schön und gut. Aber oh la la.